Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Valheim, Ausgabe Nummer 12. Bin auch Christian und begrüße euch recht herzlich zu diesem Spielvideo. Und wie immer, wir machen da weiter, wo wir letztes Video aufgehört haben. Obwohl nicht so ganz, denn wie ihr seht, ich bin zwar wieder auf dem alten Seed, aber ich habe hier alles zurückgesetzt. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach eine neue Welt erstellt mit dem alten Seed. Habe mich hier ja, hin teleportiert sozusagen oder mit hergeflogen. Ja, schau mal kurz auf die Map. Ich habe hier die Insel ein bisschen freigespielt. Ihr seht hier meinen Spawnpunkt. Da ist der Händler. Wenn er Insel freigespielt hier. Und möchte hier mein Dings nochmal neu errichten. Ihr habt ja gesehen. Ich hatte ja hier oben irgendwie was hochgezogen. Und das war so massiv, dass der Abbau zu lange gedauert hätte. Nochmal zur Erläuterung. Ich konnte den Boden nicht richtig anheben. Ich habe es hier wirklich versucht, lange versucht, den Boden zu begradigen. An dieser Stelle hat nicht funktioniert. Das heißt, die Fläche, die ich hochgezogen habe, war halt schief. Und das habe ich versucht zu begradigen, indem ich halt Bodenplatten ausgelegt habe und die mit Holzpfeilern zu stützen, damit die eine Ebene haben. Das heißt, unter den Holzplatten ging es ja trotzdem schräg weiter. Und das hat Probleme gemacht, was ihr im letzten Video vielleicht hoffentlich gesehen habt, dass ich das Haus, was ich bauen wollte, nicht hoch genug bauen konnte auf der einen Seite. Das heißt, auf der einen Seite ist es quasi ganz im Beam, auf der anderen Seite, weil der Boden weiter unten war und die Höhe nicht mehr richtig war, ist alles zusammengebrochen. Ihr habt es ja sehr krass ein paar Mal probiert, es hat nicht funktioniert. Und deswegen habt ihr gesagt, okay, ihr erstellt eine neue Welt mit dem alten Seed und versucht es einfach nochmal, weil das Ding deutlich schneller als das alles abzureißen, weil es hätte nochmal garantiert schon mal Stunden gedauert, die Scheiße wegzukloppen, da ich ja überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Und ich habe mir inzwischen eine Videos angeschaut, wie man jetzt hier den Boden hoffentlich erfolgreich einebnet. Was ich bisher erstmal gemacht habe, ist mir so eine kleine provisorische Hütte hinzubauen, damit ich wenigstens nachts schlafen kann. Oh, jetzt brenne ich gerade ein bisschen. Achso, halt, stopp, ich habe vergessen. Warte mal. Nee, das ist falsch. Debug Mode off. Und Dev Commands machen wir auch aus. Wo ist der jetzt an? Ich weiß es nicht. Achso, okay, jetzt bleibt der wahrscheinlich nicht ausmachen. Wenn ich jetzt hier. Okay. Die Debug-Mode, die funktioniert nicht, sehr schön. Also ich habe gerade K gedrückt, es sind keine Viecher gestorben, sehr schön. Kann auch nicht fliegen, sehr gut. Also alles wie beim Alten. Ja, also wie gesagt, ich habe erstmal den Spawn-Punkt gesetzt, damit wir nachts hier schlafen können. Aber wir es so machen werden. Und jetzt am nächsten Morgen, wenn jetzt der Morgen wieder startet, an Tag 2 auf dieser Welt oder Tag 3, ich weiß jetzt nicht so genau. Müsste aber glaube ich der zweite Tag sein. Werde ich mal gucken, ob ich was gelernt habe. Denn ich habe mir ein paar Videos angeschaut, was den Bodenplan betrifft. So, alles repariert. So. Also, wir haben jetzt Tag 2. Wie ihr seht, ich habe noch Geist gemacht. Ich gehe jetzt mal hier hinten hin. So wird es hier mal eine Stelle raus. Ich will jetzt einfach mal hier hin. Ich glaub, hier so ist okay. Jetzt drückt mal die Hacke raus. So, und habe ich ein Video gesehen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, aber ich habe ja schon ewig lang Kivana mehr gespielt. Ich darf mich nicht von der Stelle bewegen, wenn ich hier erstmal mein Boden einebne. Das heißt, ich muss hier wirklich in der Mitte stehen bleiben. Und so lange den Boden ebnen, bis die Dings sagt, es funktioniert nicht mehr. Weil laut Aussage des Videos wird der Boden genau an die Stelle angehoben, wo ich gerade stehe. So, nochmal weiter hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann noch sehen wir nicht allzu viel, weil es ja noch relativ morgen ist. Aber man sieht schon, es sieht relativ gut aus. Jetzt müsste ja der Boden hier, wo ich jetzt stehe, quasi gleich sein. Das heißt, ich gehe mal ein Stück weiter. Und versuch's mal weiter. Na. Könnt ihr mal ein paar Steine wegkloppen hier mit unserer Axt hier, weil eigentlich haben wir schon besiegt mit unserer Heldin hier. Es ist wie gesagt der gleiche Seed, ne? Die Welt ist absolut gleich. Eins hat mich gerade ein bisschen ankotzt, ich muss die ganzen Trollcaves hier wieder suchen. Im dunklen Wald. Von unten sind hier in diese Richtung hier hinten.
Und ich habe Angst, dass ich jetzt diesen großen Troll in den Arm renne. Da ist wirklich aufpassen. Halt, stopp, einmal zu viel. Es wäre schön, wenn wieder Sonne, wenn die Sonne wieder scheinen würde. Ey, jetzt. Schauen wir uns mal wieder hier hin. 8. Na, jetzt wird es doch schon besser mit dem Tag hier. So, machen wir nochmal die 6 hier nochmal. Nee, Quatsch, die 7 ist das. Meine eigene Zahlreihenfolge, die merken. Mann, Mann, Mann. Nur Zeit, dass ich die Spitzhacke hier aufwerte. Den Stein aufheben. Es wird so wieder neblig. Ihr seht, ich muss hier noch richtig viel Unrat wegkloppen. Aber ich werde jetzt wirklich versuchen, den Boden hier zu ebnen. Also, dass das wirklich alles in der Höhe ist. Stellen wir uns einfach mal hier hin. So. Kopieren, Maus 3. Jetzt haben wir hier Gebäude überlappen, umschalten. Was ich auch noch nicht weiter zu bedeuten hat. Gehen wir noch ein Stück weiter hin hier. Man sieht alles klar. Ja, Boden hier, der hebt nach. Ich habe hier tatsächlich eine Ebene, eine schöne plane Ebene. So. Würde ich mal sagen, ich brauche ein bisschen Holz. Stein aufheben hier. Halt. 5. Wenn wir jetzt mal kurz von oben angucken, ich brauche ein bisschen Holz. Da ist der große Baum. Und hier stand da halt diese Zone, große Wandgerüst, was ich da hingestellt habe. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? 8 von 20. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Dass ich jetzt hier. Ah, fehlt die Werkbank. Und das Holz ist nicht ausreichend. Ach, fuck. Gut, da muss man ein bisschen Holz sammeln. Ich würde mal. Ah, jetzt ist scheiße, jetzt bräuchte ich Sonne nicht, jetzt ist überall Nebel, Alter. Das ist doch zum Kotzen, ey. Oh, komm her hier. Ist auch ein Baumstamm hier. Zack, her damit. Hier in den Knochen ohne weg. Weil ich will mir jetzt erstmal eine Leiter bauen. Mal jetzt mal von oben angucken. Wie viel Holz habe ich jetzt? 20, das sollte ausreichen. Machen wir erstmal eine Werkbank hier hin. So, dass auch hier der Radius vorhanden ist, den ich brauche zum Bauen. So, machen wir bauen. Haben wir hier eine Leiter. Machen wir eine große Leiter hier hin, so eine hohe. Hatte ich eigentlich vor, aber Knochenkalle. Ne, nicht Knochenkalle. So, darf ich weitermachen? Danke. Ich war nämlich noch nicht. So, ich möchte mir noch von oben angucken. Und ihr könnt jetzt mit dem Debug-Mode hier, wie es heißt, Dev Commence, könnte ich jetzt hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, bin ich aber soweit zufrieden. Dann werde ich erstmal hier drumherum alles weghauen. Das heißt, an den Baumstamm hier, den alten, so, dann den Baumstamm hier, den Baumstamm hier, so, weg damit. So, dann haben wir hier noch ein paar Steine rumzuliegen, auch die kloppen wir jetzt weg. Ich habe jetzt keine Lust hier alles offscreen zu machen und vorzubereiten. Deshalb. Mann, jetzt geht das schon wieder los, hier so pauslose Angriffe hier. Komm, verpiss dich. Vom Acker, du Sackgesicht hier. So. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Also ein Harz. So, jetzt nochmal. 6, 7. Den Stein hier weghauen. Ich merke gerade, die Weichspitzhacke ist noch nicht so gut gegen Stein, wie ich finde. Nimmt viel zu wenig Schaden.
4, 6, also zwischen 4 und 6 ist, finde ich, ein bisschen wenig. So. Dann hatten wir hier noch was gehabt. Genau, der kleine hier. Das machen wir erstmal wieder erstmal weg hier. Ich würde Holz zurückhaben, ich brauche das noch. Sonst fällt der Rest natürlich von denen runter, sehr schön. So. Okay, dann würde ich sagen, stellt mich mal hier hin. Und probieren wir mal nochmal weiter. Dass ich hier wirklich versuche, möglichst eben zu machen. Also, dass ein paar kleine Unebenheiten jetzt trotzdem da sind, ist schon klar. Aber die sind jetzt wirklich minimal. Aber es sieht relativ gut aus. So. So. Machen wir gleich einen kleinen Test. Weiß ich gar nicht, ob das Holz so ausreicht. Ich glaube eher nicht. So, ich gebe uns mal ein bisschen Holz hacken. Die große Eiche kriegen wir noch nicht weg. Aber wir können hier schon mal anfangen, ein paar Bäume zu fällen. Muss ich ja machen. Ich brauche Holz. Dann werde ich mal das Ganze hier mit so einem kleinen Holzrahmen abstecken. Und dann mal gucken, ob das tatsächlich alles so ist, wie es sein soll. Ob ich in den Videos ein bisschen aufgepasst habe, weil es hat mich richtig angekotzt, dass ich da nicht so bauen konnte, wie ich wollte. Ach cool, wir haben also schon zu viel Wicht bei uns. Ich kann schon wieder so große Scheißvieh hinter uns an die rankommen. Wo ist er denn? Na komm her! Treff doch nicht mal. Ja, mach's gut, Kollege. Hau rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Gut. Der lässt uns erstmal in Ruhe, aber nicht lange. Der kommt gleich zurück. Das heißt, wir werden erstmal hier abstecken. Also hier machen wir mal 1, 2, machen wir ein Feld von 6x6 Feldern. Also 1, 2, 3, 4. Okay, da merke ich schon. Aha, da passt es wieder nicht. Ja, das arbeitet, das wird doch schon ganz gut. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da steht natürlich das Werkbank im Weg. War ja klar. Stellen wir sie mal hier hin. Ja, aber mal hier hin. Ne, obwohl, mal hier hin. Zack, so. So, bauen. Jetzt fällt schon wieder Holz. Aber gut, wir haben ja vorgesorgt. Aber ich glaube, die Steine wiegen gerade richtig viel. Dann werden wir mal kurz die Steine ablegen. 95 Steine. Wusste ich's doch. Jetzt haben wir mal kurz das Holz da ein. Steine kann ich ruhig hier liegen lassen, die klaut ja keiner. Unser Gräuling hat Schiss gekriegt, der kommt erstmal deutlich zurück, sehr schön. So. Und jetzt könnte ich aus diesem Konstrukt hier ein erstes kleine richtige Häuschen bauen. Und dann werde ich mal wirklich versuchen hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hier den 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht doch schon mal gut aus. Machen wir mal gleich weiter hier. Ich glaube, ich baue mein erstes richtiges Haus hier hin. Zack.
Genau. Dass wir gleich mal Bodenplatten einsetzen können. Ist zwar jetzt ein bisschen ungerade, aber die Bodenplatten halten ja trotzdem. So, das macht mich doch schon wieder viel zufriedener. Ja, wie man sieht. Was haben wir noch an Holz? Ist schon wieder alle. Schon kein Holz mehr. Also, nochmal Holz kloppen gehen. Mal gleich mal ein paar Bäume hier runter kloppen. Und ich habe immer eine kleine Bauidee halt immer vom Video angeguckt. Oder abgeguckt. Da werde ich erstmal versuchen nachzumachen. Das fand ich eigentlich relativ schick. Das Dach muss doch bald wieder rum sein. Aber dass ich, wie gesagt, diese Stellmauer hochgezogen habe und die, wie gesagt, zum Runterkloppen, das hat zu lange gedauert. Das hätte einfach zu lange gedauert. Jetzt bin ich wieder motiviert. Ja, gestern beim letzten Video, als ich so die Faxen dicke gehabt, ey, ich war schon kurz davor, jetzt die Scheiße wieder aufzugeben. Aber ich will doch endlich mal die neuen Gegenden kennenlernen. Da ist unser Kollege schon wieder, ich hab mich gehört. Ich hab dich gehört, du bist hier irgendwo, da ist er. Kommt da schon mal was auf die Fresse hauen. Jetzt haut er schon wieder ab. Da kriegt er mal eine Ruppe, verpisst sich wieder. Er kommt gerade hier gleich wieder an. Ach, die Klippfüße. Wir sind ja schon in Siedli, oder? Wenn sie muss, so scheiß nervig werden. So, weitermachen. Warum kannst du nicht entscheiden, wohin fällt? Aber er fällt nach vorne. Und nimmt nochmal einiges mit, sehr schön. Jetzt wird er mutiger. Na, na, na. Okay, jetzt hat er wirklich wissen wollen. Gut, man hat es wieder mit hier. So, eins, was ich da zusammensuchen muss, oder das weg wahrscheinlich aus der anderen Welt hole, sind meine Honigsachen oder meine Bienenköniginnen. Die werden wir wahrscheinlich wieder aus der anderen Welt nochmal herholen. Weil ich weiß nicht mal, wo die hier sind. So. Den mal wegkloppen hier. So. Hier ist auch noch ein Baumstamm, ein halber, den nehmen wir auch noch mit. So, ich will mal kurz was gucken, und zwar bei der Dings hier, ich hab da irgendwo noch hier Feinwood-Cutter, hier habe ich also noch Möbel. Fein-Furniture, hier auch noch weitere Möbel und Gegenstände. Ja, the Feinwood-Furniture ist natürlich eine Mod, ist ja klar. Hab hier noch, ja, ihr seht schon, ich habe hier mit dem Dev-Command jetzt alles freigeschaltet, aber ich kann es trotzdem nicht benutzen. Zum Glück. Weil die anderen Materialien, die ich dafür brauche, werde ich natürlich alle sammeln. Weil ich so gerade was anderes. Ich habe nämlich noch eine Mod drin, da kann ich irgendwie. Ja, da brauche ich den Bienenkönig, das ist klar. Oder war das bei der Werkbank? Muss mal gucken. Denn. Bett hat mir zuletzt gebaut. Ich habe mir den Mod eingefügt, die muss ich einfach haben, die passt perfekt zu mir. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt das Bauzeug dafür finde, was ich dafür brauche. Ja, aber zum Beispiel kann ich hier Masken herstellen. Yggdrasil Haferbrei, oh, krieg an. Unten. Denn ich habe hier irgendwo noch eine Mod, da kann ich mir Hunde erstellen. Da gibt es Hunde in Walheim. Ihr habt irgendwie so ein komisches Geschenkepaket. Aber wahrscheinlich muss ich dazu erst. Ja, das sind alles Sachen. Die will ich noch nicht bauen. So, kann ich schon schlafen gehen? Jawohl. Machen wir nächsten Tag weiter.
Und weitermachen. Ups, ich brenne. Scheiße. Feuer durchaus schlecht platziert dort. So. Es war immer noch dunkel, aber wird gleich wieder hell. Erstmal bauen. Bodenplatten hier drin. Oh, ich merke schon, das mit den Dings zu verkehren. Der jetzt sieht ein bisschen doof aus. Weil die Dinger so ein bisschen hoch stehen. Ich glaube, da sollte ich viel lieber. Warte mal. Machen wir anders. Ich nutze diese kleinen halben senkrechten Standfüße dafür. Und zwar die hier. Ne, das funktioniert auch nicht. So. Oder ich habe Glück und das hält auch so, ohne dass ich die Streben hier brauche. Weil, dass sie gerade überall stand haben, das hat mir nicht gefallen. Aber die Dinger sollten auch so halten. Jetzt bin ich im Weg. Und das Schlüssel kann man jetzt auch hier Erde unter den Dingern, ne? Da kann ich also auch ein Lagerfeuer hinbauen. So, zack. Machen wir mal mit hier. Jetzt nochmal von vorne. Er sollte doch so halten, denke ich mal. Ich baue also erstmal ein kleines provisorisches Häuschen hier hin und dann werde ich den Boden drumherum noch weiter abflachen. Ah, mit dem Weg. Halt! Bitte genau so. Na, wird alles noch grün angezeigt, sehr schön. Hält also doch. Ist doch schon viel besser so. Ah, jetzt kommt die Sonne zurück. Weil die war ja schon immer gleich da, aber unser Planet dreht sich gerade so, dass die Sonne wieder ins Zentrum rückt, sagen wir mal so. Immer doof, wenn man sagt, die Sonne geht auf. Nein, geht sie nicht. Die Erde dreht sich nur so, dass die Sonne zu sehen ist. Nicht die Sonne dreht sich, sondern die Erde. So. Also, ich habe jetzt hier sechs solche Dinger hier. Das heißt, ich kann ja eine große Tür hinbauen. Hoffentlich. Halt, warte, machen wir hier so. 12 Holzbrock dafür. Ah, diese Tür ist ein bisschen zu groß. Na na, machen wir nicht. Das war jetzt ein bisschen doof hier mit zwei Türen, weil ich habe ja hier 6 Dinger genommen. Und jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Und zwar folgende. Ich habe nämlich was gesehen, das hat mich sehr interessiert. Ich möchte mal gucken, ob das auch so hinkriege. Nee. Hier hat nämlich jemand irgendwie das Dach von hier irgendwie das Dach so gebaut und er hat jetzt so eine halbe Rundung nach oben gehabt. Das fand ich eigentlich relativ schick. Na gut, dann lassen wir das. Würde ich sagen, stelle ich erstmal hier Holzpfosten für 2 Meter hier hin. Sag, wie groß ist denn eigentlich meine Wikingerfrau hier, wenn das Ding jetzt 2 Meter ist, Alter? Die muss ja mindestens 1,90 sein, Alter. Die Dame hier. Wenn das jetzt 2 Meter sein sollen, die Holzpfosten hier. So. Okay, ich brauche wieder eine Leiter. Bauen wir mal hier eine hin.
hier drüben auch noch eine zur Not, zur Sicherheit. So. Da. Zack. Zack. Da reicht's nicht mehr aus. Zack. Na, da hat er gegriffen. Da kommt der nächste Wilfried an die Rand. Ich baue mir noch eine Leiter hin. Und ihr könnt jetzt auch fliegen, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich stehe jetzt gerade sowieso hier oben. Mal gucken, was der Karl Friedrich macht, wenn ich hier oben stehe. Kommt er hochgekrabbelt? Jetzt richtet er sich auf, dass er hier hochkommt. Tja, mein Freund. Was machst du jetzt? Rennst hin und her? Wie so ein Besoffener? Da kann ich gleich mal. Der richtet sich gerade auf. Ah, scheiße. Bogenskills für den Arsch. Jetzt rennt er erstmal wieder weg. So. Dann würde ich sagen. Ich wollte ja alles so ein bisschen stabilisieren hier. Wie sieht es da mit dem Holz aus? Nur noch drei. Ich muss aber meine Sachen reparieren gehen. Da ist er wieder. Friedrich, komm her. Du willst Paws Warlock gehört. Da geht doch. Sachen reparieren gehen. Ah, renn wieder schon durchs Feuer. Ich bin doch bescheuert, Alter. So. Das Feuer echt beschissen platziert. Und wir brauchen natürlich wieder ein paar Hirsche. So, weiter geht's. Nee, will ich nicht weiter. Ich brauche Holz. Schon wieder mal. Och, ey Friedrich, jetzt hat man mal die Luft an hier. Jetzt kommen alle seine Brüder nacheinander an. Was soll das? Ihr habt hier nichts zu melden. Das ist jetzt mein Land. Haut ab. Ich komme aus einem fremden Land und scheiß auf eure Gesetze. So einfach ist das. So hört sich das hier. Ja, wir können natürlich auch versuchen, den Baum mit der Faust zu fällen. Ist natürlich jetzt klar. Normal. Nee, gut. Ah, okay, hier stützt er sich ab. Weg, 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 weg. Okay. Nehmen wir den hier mit. Und Schuss. Schon wieder. Jetzt. So, nehmen wir den Baum hier mit. Jetzt hören sich wieder die Angriffe von den Scheißviechern. Oh, weg, 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 weg rein. Wow, geile Birke knall weggefällt, aber kann die halt noch nicht bearbeiten. Scheiße. Edelholz habe ich noch nicht. Oder Birkenholz. Ich glaube, Edelholz kriegt man glaube ich aus Eiche weg, wenn ich irre. Ich weiß nicht mehr so genau. So. Dann holen wir noch das Holz hier mit. Das Schöne ist, wir haben wieder mehr Baufläche dadurch. Gerade ob ich mich wieder offscreen ein bisschen Holz einsammeln, damit ich hier oder ich baue halt im Modus, dass ich halt keine Dings verbrauche. Weil ich auch ein bisschen schade finde.
Dann doch ein bisschen zu leicht. Zu stabil. War ja klar. So, da ist noch ein Hirsch. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Hirsch. Vor allem, weil ich auch meine Werkbankufer mal auf Stufe 3 kriegen will. Und da brauche ich natürlich auch Hirschfell. Also da sind ja zwei von den Viechern. Ein Stück höher. So. Oh, komm mal her. Hat mich gesehen. Ist nicht so schlimm. Ich bin sowieso mit Holz sammeln beschäftigt. Ich habe jetzt nur mitgenommen, weil er gerade zufällig da war. Von daher. Klopp mal weiter auf die Scheiße hier rum. Der versucht zu flüchten, aber keine Chance. Den klopp ich kaputt. Der geht baden, aber ist der letzte Bad. So. Hier war wohl noch ein Baumstamm. Also, falls ihr Holz sammelt. So. Hier war noch ein Baumstamm, den ich hier weggekloppt habe. Sollten wir erstmal wieder ein bisschen ausrechnen haben, würde ich sagen. 104, denkt man, sollte erstmal ausrechnen für meine kleine Bude hier. Zumindest was das Grundkonstrukt betrifft. So. 4, baut man noch eine Leiter hier hin. Also sicher, sicher. So. Okay. Dann würde ich sagen, ziehe ich hier nochmal 2 hoch. Eins, zwei, kommt hier nochmal einer hin. Gleich hier hoch. Da einer. Da einer. Jetzt sollte ausreichen, damit der Dach stabil bleibt. Und da, so. Was mache ich jetzt als nächstes? Wir basteln uns hier schon mal das Dach fertig. Ah, komm, Snappoint. Na, jetzt. Ah, der ist sofort wieder weg. Ich werd verrückt. Mann! Hier sollte ein bisschen besser gehen. Ah, der automatische Türöffner ist schon geil. So. Ihr merkt schon, jetzt wird es ein bisschen. Das sollte jetzt aber auch von hier funktionieren. Es hält aber noch. Sehr schön. Ich glaube, ich flicke gleich durch die Gegend. Ey, ich habe die Faxen dicke. Eigentlich bin ich ja schon beim Bauen geflogen. So. Nochmal den hier ransetzen. So. Dann nehmen wir den hier. Steht doch nicht über. Sehr gut. Natürlich, dass es stabil ist. Aber für Kreuz reicht es doch nicht aus. Da muss ich nochmal einen draufsetzen hier, sozusagen. Na komm. Jetzt reicht es mir, Alter. Jetzt hat die Faxen dicker. Jetzt reicht es mir. Jetzt sag ich echt die Schnauze voll. Irgendwann reicht es. So. So,
Zack. Schöne, schönere, schöne große Hütte hier. Das nächste kommt auf jeden Fall noch ein Lagerhaus. Das baue ich auch noch. Ja, Kisten lagern. Dann will ich schon mal meine Stelle für die Schmelzöfen vorbereiten. Na, damit ich die auch schon habe. Ne, ist der falsche. Den wollen wir haben. Mensch, jetzt... Was denn, wenn der Spawnpunkt im letzten Augenblick verrutscht, Alter? Genau in dem Augenblick, wo du bauen willst, rutscht das Scheißding wieder weg. Da, schon wieder! Das gibt's doch nicht! Mensch! So. Einfach mal ein richtig einfaches, simples Haus. Und jetzt machen wir noch das Kreuz oben drauf. Nicht das hier. Das sollte eigentlich... Oder auch nicht. Und du hier? Jetzt hier ran. Mal kurz wegnehmen. Jetzt hier ransetze. Mir sieht nicht aus. Hat ich vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Müssen wir ein anderes. Die Fahrer ist jetzt nur ob ich. Auch wenn jetzt wieder erstmal kaputt brechen wird. Doch, so funktioniert das. Ist halt erst natürlich klar, dass es jetzt erstmal hier komplett rot ist, weil es erstens sehr hoch ist. Aber der wird ja später hoffentlich durch die Dachplatten besser gehalten. Also machen wir es so. Dann nehme ich die hier auch runter. So. Und jetzt war. Da ein Kreuz hin. Da ein Kreuz hin. Und hier oben nochmal eins drauf. Können wir so lassen. So. Aber ich muss auf jeden Fall noch... Huch, was ist jetzt los? So, wir sind bei 37 Minuten. Ich denke, den Tag werden wir noch zu Ende machen. So. Ich sag jetzt, war mal hier noch eine... Dings hin. Und hier. Und hier drüben. War auch hier, mal machen wir hier an. Alles blockiert, aber weil ich im Weg bin. So. Dahin. Dahin. Und dann würde ich mal sagen, wo wir eh hier machen. Als wir. Geht das so? Oder schreibt mein innerer Monk schon wieder? Ach, scheiße, komm, machen wir hier komplett so. Mein innerer Monk dreht uns völlig durch. So. So. Jetzt setzen wir hier noch einen Ruf. Ich hoffe, dass das einigermaßen hält. Ah, ist orange, ist schon knapp. Aber da kriegen wir auf jeden Fall noch besser hin. Die Streben nach oben machen erstmal noch fertig. Da legen wir eine Runde schlafen und machen wir dann morgen weiter. So. Jetzt sag ich schon kein Holz mehr. Okay, dann brechen wir jetzt. Das Ganze ab hier. Geht Holz mal schon wieder. Ich werde also ausschreiben, wir werden ein bisschen Holz sammeln gehen. Und dann machen wir hier am nächsten Tag weiter. Bauen das Häuschen dann fertig.
Sieht ja schon mal recht gut aus, muss ich sagen. Für den Anfang ist das vollkommen okay. So, wir gehen eine Runde schlafen. Und wir machen dann im morgigen Video weiter. Bauen ein kleines Haus da zu Ende. Obwohl, so klein ist ja nicht. Das ist doch schon recht groß. Und ja, mal gespannt, wie der Hausbau dann weiter funktioniert. So, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Wenn ihr das Video gut gefällt, dann drückt